Wir gehen rüber zu dem sogenannten Mi, zu dem Mi. Das letzte Mal Payback. Was? Das letzte Mal? Ah, oder das heißt das Video das letzte Mal von denen? Die letzte Folge. Ach so, wenn du das letzte Folge, ich dachte schon gerade. Ist jetzt 24 schon Ende? Ich habe mich auf Payback Folge 100 gefreut. Folge 1000. Mi müsste bis 99 machen, so wie ich ungeschlagen. Und dann Folge 100. Payback, wo bleibt Payback Folge 100? Kommt niemals. Yo, was geht ab, Freunde? Ich bin's wieder, Leon von Scherbenschlag. Diesmal wieder mit Wer hat bezahlt? Und willkommen zu einer neuen Folge von Wenn du Eier hast, aber XXL. Jetzt wird lang gewartet haben, oder? Imagine, du denkst so, Digga, wenn du Eier hast, hammergeiles Format, ich kauf mir den Merch. Und dann hast du so ein Pullover an, wo einfach draufsteht, wenn du Eier hast. Ja, und was dann? Was dann, wenn du Eier hast? Was macht das auf deinem Pullover? Du bist rasiert in Paris und ich glaube, ich habe dickere Eier und ich glaube, ich zeig dir das auch heute mal. Anständig, oder? Was guckst du die Frauen so an? Die Frauen hier, kommt sie gut. Komm rein, was, komm. Und so, Leon, Digga, gehst du jetzt erstmal auf dem Eiffelturm. Die erste Aufgabe, Digga, direkt auf dem Eiffelturm. Direkt auf dem Eiffelturm. Und da oben machst du eine Runde und schreist, Papi, Papi, Mami. Jens, Digga, komm, bist du dabei? Ja, klar, mach das, Digga. Was ist das für eine billige Aufgabe? Du musst mich pranken, oder was? Ah. Irgendwie wurde der Clip gelöscht. Okay, ich fasse mal den ersten Teil zusammen. Was ist das für eine billige Aufgabe? Und dann ist der einfach weg. Das Video beginnt am helllichten Tag, dann gibt's einen Cut und wenn du Eier hast, beginnt quasi laut deren Aussage 4 Stunden später beim Sonnenuntergang. Die erste Aufgabe ist es, oben auf den Eiffelturm zu gehen und Leute zu nerven. Komischerweise hat Leon das Video aus Versehen gelöscht. Die Wahrheit ist, er war nie auf dem Eiffelturm. Das Ding hat 19.000 Besucher am Tag. Und man muss mehrmals für mehrere Stunden warten, wenn man vorher kein Ticket gebucht hat. Der einfachste Weg, um sich die stundenlange Wartezeit und die Ticketkosten für dieses YouTube-Video zu sparen, ist es, einfach wieder zu lügen und zu behaupten, dass es aus Versehen gelöscht wurde. Digga, voll dick, hast du gesehen? Gut, gut. Ich geb dir eine etwas härtere Aufgabe. Voll interessant, wie am Anfang 4 Stunden den Unterschied zwischen hier und hier gemacht haben, aber die ganzen Stunden Wartezeit haben nichts an der Dämmerung geändert. Seltsam. Boom, Digga, voll dick, hast du gesehen? Ja, boom, Digga, und die Dämmerung hat sich auch gar nicht geändert, hast du gesehen? Gut, ich geb dir eine etwas härtere Aufgabe, du hast mir keine harte Aufgabe gegeben. Ja, boom, Digga, wenn das keine harte Aufgabe war, warum hast du die dann nicht erledigt, hast du gesehen? Bruder, wenn du Eier hast, Eier, dann gehst du jetzt dahin, ist so ein Crepe-Stand, weißt du? Sagst, ich will deinen eigenen Crepe machen, irgendwie, weißt du, provozierst ihn. Okay. Bruder, du weißt auch mal, wie ich die Leute provoziere. Okay. Genau, so musst du ihn jetzt provozieren, ziehst du durch. Aber das ist durch. Oder diesen Eiergewachs, Digga. Wer ist da aus Hamburg? Heide. Jedenfalls geht er dann zum Crepe-Stand und es wurde einfach super schnell dunkel währenddessen. Was könnte länger dauern? Zu einem Crepe-Stand hingehen oder ewig lang beim Eiffelturm anstehen, um dann hochzufahren und irgendwann wieder runterzukommen? Ich war schon mal auf dem Eiffelturm. Das war interessant. Ich weiß es nicht. Naja, schauen wir mal weiter. Okay, sorry, chill. Chill, man. Jetzt ist auf einmal wieder heller. Jetzt ist auf einmal wieder heller geworden. Oh nein, ey, das ist so unangenehm, dass dass wir der Tageszeit so reinscheißen. Ja, und bei Leons Challenge ist es plötzlich wieder ganz hell. Alter, in Frankreich läuft ja die Zeit am Abend wieder rückwärts. Gibt's dort überhaupt eine Nacht? Oh Gott, das ist so unangenehm, wie die da reingeschissen haben mit der Tageszeit. Yo, yo, wir haben das alles schon abgedreht und jetzt tun wir so, als würden wir irgendwelche Challenges aufgeben, ja. Ja, boom, Shakalaka, du bist so heftig, du kannst sogar die Zeit beliebig vor- und zurückdrehen. Da ich jetzt der französische Bushido hier in Frankreich bin, zeigst du mir jetzt dein Eier, Bruder. Okay. Wenn du Eier hast, gehst du jetzt auf den Eiffelturm drauf, ne? Ich war ja auch vorhin drauf, ne? Das ist auch geil, wie Leon hier nochmal für die Zuschauer wiederholt, dass er vorhin auf dem Eiffelturm war, weil er wusste, dass man es im Video nicht sehen wird. Die Zuschauer sollen es aber bitte wirklich glauben. Gehst du rauf und sagst, oh my god, I will jump, du tust so, als ob du runterspringen willst. Natürlich springst du nicht runter. Hä, warum eigentlich nicht? Der Leck. Du tust, als würdest du runterspringen. Das ist echt kein cooler Prank, weil eventuell könnte man mit sowas ja vielleicht sogar so einen Notfall auslösen, weil dass Leute so übelst versuchen, da einzugreifen. Das kann dann wirklich gefährlich sein. Weiß nicht, ob man da so einen Prank draus machen sollte. Ich springe jetzt vom Eiffelturm. Mega lustig. Versuchter Selbstmord. Ey, mega funny.
Alter, das ist ja genau mein Humor. Geiler Prank, Junge, geil. Als ob du runterspringst, natürlich springst du nicht runter. Hä, warum eigentlich nicht? Der Like-Rekord wäre drin. Aber du tust nur so. Aber gut, dass du Mert nochmal darauf hinweist, dass er nicht wirklich runterspringen soll. Neandertaler brauchen klare Ansagen. Ich mach nicht. Das ist ein bisschen zu viel, Digga. Das ist okay. Ich kann nicht. Ist echt nicht durch? Nein, Mann. Jo, Mert soll auf den Eiffelturm gehen und nimmt die Challenge nicht an. Ja, wer hätte das gedacht? Also ich nicht. Dann würde ich mal sagen, wir kommen zu der Bestrafung, Mert. Ah, okay, Mert, hier ist der leckere See oder Teich oder was auch immer das ist. Sieht hier schon extrem. Digga, zieh mal durch, Alter, und schnack mal nicht so viel. Digga, komm her. Komm jetzt. Ey, da sieht ein Zulieferer. Trink mal, ich hol den Strohhalm, Bruder. Oh mein Gott, 10 Sekunden, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ja geil, und für die Bestrafung hat der heftige Leon es wieder hell werden lassen. It's magic. Für die, die es nicht peilen, die haben das Video nicht einen Tag später gedreht, wo es wieder hell war, sondern vor den Challenges. Woher ich das weiß? Mert Matan hat auf seinem Kanal auch ein Wenn du Eier hast vom gleichen Tag hochgeladen, wo Leon am Ende verliert und Mert Matan folgendes sagt. So Leon, Digga, du hast ja meinen Kopf in Wasser gesteckt. Ja. Und du kriegst jetzt eine geile Überraschung. Wie man hier sieht, ist es komplett dunkel. Sie sind hier am Eiffelturm und tragen exakt die gleichen Klamotten wie in Leons Video. Okay, die haben also als allererstes die Bestrafung aufgenommen. Oh, ist so, lost. So, Leon, Digga, du hast ja meinen Kopf in Wasser gesteckt. Merts letzte Aussage ergibt nur Sinn, wenn die Bestrafung, wie gesagt, in der Vergangenheit liegt, also wo es noch hell war. Das heißt, die Bestrafung war vor den Challenges und die Rap-Challenge ist Leon ebenfalls angetreten, als es noch hell war. Also bevor die Challenge überhaupt gestellt wurde. Ja, und auf dem Eiffelturm sind die auch nie gewesen. Alles gelogen. Ja, sehr gerne, du Hamburg. Du hast die letzte Folge. Wenn du Eier hast, die letzte Folge, warum hat das denn schon so schlechte Bewertungen gehabt? War das damals schon 2018 so, dass die Leute das dann angefangen haben zu durchschauen, dass es das alles Bullshit ist? Oder wieso hat das so viel Dislikes bekommen? Oder war die letzte Folge so schlecht? Ja, man, Leute, ich freue mich, dass das einigermaßen zurück ist, aber es ist die letzte Folge, also freut euch nicht zu früh. Ja, letzte Folge, Digga, ich bin echt gespannt. Alles Ding ist, ich will sehen, ob du deine Eier hast. Digga, ich muss sehen, wo deine sind, aber dann versteck dich hier ein bisschen noch weiß nicht. Okay, Leute, hey, wir freuen uns auf jeden Fall, die Folge für euch zu drehen. Falls euch das gefällt, lasst einen Daumen hoch da und bleibt natürlich bis zum Ende dran. Dann geht's weiter zu seinem Video, ich würde sagen, die erste Aufgabe gibt's da drüben, komm. Okay, mhm. Hallo, Mann. Da wurden die Leute endlich pfeifert. So, Leon, so, du kriegst eine geile Aufgabe. Alter, die erste Aufgabe ist ja mega weit weg, wenn die sogar U-Bahn gefahren sind. Wollt ihr wissen, wie weit genau? Schaut mal her. Die sind hier gestartet. Im Hintergrund sieht man die Rathaus. Die Rathausapotheke? Rathausapotheke und die beiden stehen vor dieser roten Bushaltestellenstange. Gehen wir mal auf Google Street View. Hier ist die Rathausapotheke und hier ist die rote Stange, wo sie davor standen und dann los zur ersten Aufgabe gerannt sind. Und zwar in diese Richtung. Und wo sind sie rausgekommen? Es ist so schlecht. Es ist so schlecht. Hier, direkt daneben. Alter, was ein weiter Weg. Okay, aber was war denn jetzt die erste Challenge? Du kriegst eine geile Aufgabe. Ich hab was in der Hand. Du hast von dem gefragt, warum ich so eine Faust hab. Ich will dich nicht hauen, keine Sorge. Und zwar, wenn du Eier hast, sag an, Digga. Machst du jetzt Nagellack. Was ist da was? Digi, was soll ich damit machen? Ja, wir machen Nagellack bei dir drauf. Alle 10 Finger. Was ist das für eine scheiß Idee, Digga? Digi. Nee. Wenn du Eier hast, machst du Nagellack drauf. Das ist ja... Wenn du Eier hast, machst du Nagellack. Als ob das so, als ob man dafür Eier bräuchte, Nagellack drauf zu machen. Als ob so, oh mein Gott, ich trau mich nicht. Oh Gott, das ist so gefährlich. Was ist das für eine Scheiße? Eine Sache, was nicht jeder machen will. Ich zieh durch. Okay, los geht's. So, meine Damen und Herren, willkommen zu einem neuen YouTube-Video. Heute geht's um die Leonie. Und zwar zeigen wir euch, wie man Fingernägel macht. Oh mein Gott. Oh mein Gott, mit Glitzer. Guck mal, allein schon hier drauf, Digga. Und das Ding ist, ich habe das Track als erste Aufgabe genommen, damit er die ganze Folge damit chillt. Und das Geilste ist, wir haben einfach kein Dings geholt zum Wegmachen. Nein. Oh mein Gott, nein. Ihr habt keinen Nagellackentferner geholt. Ich könnte in jeden DM Rossmann oder Butnikowski hier in der Nähe einfach reingehen und Nagellackentferner holen. Oh mein Gott, wir haben keins. Oh mein Gott, dann muss ich mein ganzes Leben lang jetzt Nagellack draufhalten. Oh mein Gott. What the fuck? Nein, du hast keins geholt. Wir sind mitten in der Großstadt. Wo soll ich jetzt Nagellackentferner herbekommen? Hä? Hä? Digga, er tut so, als würde es keine Möglichkeit geben an Nagellack. Als wäre es sowas übelst... was man nur so aus China bestellen kann, dann musst du jetzt 3 Wochen darauf warten. Das macht gar keinen Sinn. Ja, Nagellackentferner haben wir nicht geholt. Aber eine Hand reicht, ne?
Beide. Leute, das Ding ist, das ist der Peel-Off-Nagellack von Catrice aus dem DM. Easy to remove. Easy to remove. Uff, du kannst den einfach runterrubbeln ohne Nagellackentferner. Aber wenn die Zuschauer das wüssten, wäre es ja nicht so eine krasse Eier-Challenge. Also lieber schön Scheiße erzählen, um das krasse aussehen zu lassen. Die Challenge ist ein absoluter Witz. Kommen wir zur nächsten Aufgabenstellung. Oh, so, Chef. Ich hab euch so gemacht. Ja, das muss ja sein. Das ist aber weißt du, was hier eine geile Idee? Da vorne ist ein Mülleimer-Typ. Du greifst einfach in den Mülleimer rein und weißt, was du machst? Du warte, das Erste, was du rausholen kannst, isst du. Das Erste, was... Digga, merkt ihr, was für einen Unterschied diese beiden Challenges sind? Die machen gar keinen Sinn. Also erstmal wird er nichts aus dem Mülleimer essen. Das wird wieder gefaked sein. Das Einzige, was jetzt nicht gefaked war, war Nagellack drauf machen, weil das könnte jeder machen. Jeder könnte sich einfach Nagellack auf die Hände machen, aber in einen Mülleimer reinzugreifen und das Erste, was da rauskommt, zu essen, es könnte was abgelaufen sein, was vergammelt ist, es könnte was Giftiges sogar sein. Das Erste, was da rauskommt, ist einfach aus dem Mülleimer zu essen. Das hat doch gar nichts damit zu tun mit Nagellack. Also, es ist so absurd, das ist so dumm. Ich hoffe, das war richtig ekliges, Digga. Wieso machst du das? Wieso ruhig oder nicht? Ja, was nicht? Ich muss auch hier. Das ist so lost. Irgendwas machen. Siehst du ruhig oder nicht? Ist so das Erste, aber warum ich so irgendwas Schönes mache? Ich guck, was da drin ist. Ja, nicht gucken. Ja, rein mit Kontakt. Hier. Oh mein Gott, hier ist cool. Ich leih mir hier kurz was aus, ja? Das war da drinnen. Kann das haben, ist das? Sollen wir zusammen einmal teilen? Nein. Ja, ja. Interessant ist, dass Mert nicht mal in den Burger reinschaut, bevor er reinbeißt. Was auch interessant ist, dass jemand einen komplett vollständigen Burger in Alufolie verpackt und mit einer Tüte drumherum, um sich zu schützen, in den Mülleimer reinlegt, ganz oben drauf, obwohl nicht mal einer da reingebissen hat. Also, ich kaufe jetzt einen frischen Burger, verpacke ihn, dann tue ich den Müll. Es war so obvious, dass das natürlich, also natürlich hat irgendjemand das da rein, also einer von den beiden hat es vorher gekauft, präpariert und da reingelegt. Und der Müllmann war eingeweiht. Die haben den Müllmann kurz gefragt, hey, wir drehen kurz ein Video, dürfen wir so tun, als ob wir hier Müll aus dem Mülleimer rausholen? Ja klar, macht mal, ne? Das liegt wahrscheinlich daran, dass er den Burger davor selber reingelegt hat. Deswegen spuckt er ihn nicht mal in den Müll raus, obwohl er ihn angeblich wegwerfen geht. Okay, voll. Voll, ich bin zurück. Ein paar Sekunden später. Ich hier in die Faust. Was ist zu hinten, ich mach vor. Ja, es, nein. Er hat einfach den Burger ganze Zeit weitergekaut und sagt dann, dass es eklig ist. Alles klar, Mert. Was aber ganz interessant ist, ist folgendes. Wo sie die erste Aufgabe für den Nagellack stellen, ist es 17.53 Uhr. Bei der Burger-Szene sieht man erst sehr, 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 sehr spät die U-Bahn-Uhr. Und auch erst nach einem Schnitt. Und es ist 17.58 Uhr. Das heißt, es sind weit weniger als 5 Minuten dazwischen vergangen. In weit weniger als 5 Minuten haben die erste Aufgabe gestellt, sind dann zu den Höckern gewackelt, haben 10 Nägel lackiert, haben dann noch rumgelabert. Leon hat dann die neue Aufgabe an Mert gestellt mit dem Mülleimer und dann hat Mert den Burger aus dem Müll gegessen. Alles in unter 5 Minuten. Dass das ziemlich krass ist, brauche ich euch hoffentlich nicht zu sagen. Und ihr könnt es euch vielleicht denken, es ist auch so nie passiert. Und ich sag euch jetzt, wie es wirklich war. Dazu müssen wir uns nur anschauen, wo sie... Ich war gespannt, wie es war denn wirklich? ...in der jeweiligen Szene gerade standen. Vor der roten Stange standen die hier. Als die aus der U-Bahn gekommen sind, waren sie hier. Als sie die Nägel lackiert haben, waren sie hier, also bei diesen Pfeilern vor der Sparkasse. Um genau zu sein, war es dieser Pfeiler hier. In der Szene, wo Leon die Aufgabenstellung für Mert dreht, standen sie hier. Und die Mülleimer-Szene war wieder an der U-Bahn-Treppe. So, zuallererst zeige ich euch nochmal, wie Leon und Mert das hier darstellen und im Anschluss, wie es stattdessen wirklich war. Als erstes laufen die in eine komplett falsche Richtung und tauchen in der U-Bahn-Station auf. Danach gehen sie zu dem Pfeiler, um die Fingernägel zu lackieren. Und im Anschluss gehen sie zu der Ecke, um die neue Aufgabenstellung zu stellen, wo Leon in die Richtung des Mülleimers zeigt. Das sieht schick aus. Aber weißt du was, hier eine geile Idee. Da vorne ist ein Mülleimer, ein Typ. In der darauffolgenden Szene läuft Mert dann zu dem Mülleimer, aber aus einer komplett falschen Richtung. Guck, was da drin ist. Kann man nicht gucken. Komm mal direkt mit, komm mal direkt. Hier. Damit ihr das hier genau versteht, Leon hat die Aufgabenstellung dort gemacht und hat auf den Mülleimer hier gezeigt. Mert Matan kommt aber von hier und dreht sich zu Leon, der scheinbar auch da steht, wo Mert herkommt und fragt ihn, ob er diesen Mülleimer meint. Das ergibt doch vorne und hinten keinen Sinn. Das ist... Einfach komplett lost. Okay, und jetzt sage ich euch, wie es wirklich war. Die sind als erstes zu der U-Bahn-Station gelaufen, dann zu... Hey Junge, ich weiß, du willst Mimi mit den Videos unterstützen, aber eine ehrliche Frage. Sind dir die Videos nicht langsam auch genug? Was heißt genug? Ich muss sagen, mich unterhält das sehr gut. Also, ich finde es sehr lustig zu sehen,
wie man anhand dieser kleinen Details das komplette Video auseinandernehmen kann. Es geht ja nicht mehr darum, irgendwie Leon hier zu schaden oder zu zerstören oder irgendwas. Das Ding ist doch abgehakt. Es geht eher um Unterhaltung. Und es sind ja Videos, die eh alle schon produziert und so. Und ich finde es, ehrlich gesagt, lustig, wenn man überlegt, das ist nur ein paar Jahre her, so 3, 4 Jahre manchmal nur her. Und überlegt, wie anders damals die YouTube-Landschaft noch war. Also, dass man damals die Leute so verarschen konnte mit solchen Fake-Pranks. Ich finde es lustig so, es ist wie so eine kleine Zeitreise zurück, um zu gucken, oh krass, damals vor nur mal als Beispiel 3 oder 4 Jahren haben die so eine Scheiße gemacht, das haben noch die Leute übelst gefeiert. Also ist schon, ich finde es interessant, ist sehr unterhaltsam. Also mir gefällt das und ich finde es auch nicht irgendwie jetzt so, also ich habe da jetzt keine Hasskicks auf Leon oder so. Also ich denke mir halt einfach, okay, er hat damals halt totalen Quatsch gemacht. Er hat ja auch schon in Videos gesagt, dass er selber doof fand, was er damals gemacht hat so. Und ich habe jetzt auch da irgendwie keine negative Gefühle zu Leon oder sowas. Für mich ist es einfach Unterhaltung und ja, ich find's lustig. Zu dem Pfeiler, um die Nägel zu lackieren, dann haben die Mülleimer-Szene. Das unterhält mich halt, aber ich konnte viel drüber lachen. Szene aufgenommen, weil sich das spontan mit dem Mülleimer ergeben hat. Deswegen sind die auch aus der Richtung gekommen in der Szene. Danach sind die einfach entspannt an die Ecke gelaufen und haben die Aufgabenstellung für diese Mülleimer-Challenge formuliert. So ist auch viel weniger Zeit vergangen, weil die das Gelaber einfach nach 17.58 Uhr gedreht haben. Die haben in der Aufgabenstellung also gar nicht drauf gezeigt, wo der Mülleimer steht, sondern wahrscheinlich, wo er stand, weil er schon weggeräumt wurde. Deswegen schwenkten die Kamera auch nie dahin, wo sie hinzeigen. Weil da nichts ist. Genau so haben die in den anderen Wenn du Eier hast Folgen nicht auf das Fernsehteam geschwenkt und auch nicht auf die LKWs, die sie angeblich gesehen haben. Weil die Zuschauer dann sehen würden, dass Leon und seine Kollegen Scheiße labern. Und jetzt kauft mein Merch! Wisst ihr warum? Because, oh, it's funny and it's meme. Und zu jedem bestellten Artikel gibt's eine limitierte Wackelkarte, alles in der Beschreibung verlinkt. It's funny and it's meme. Aus welchem Zusammenhang kommt das denn? Küsse gehen raus. War eine sehr nice Folge. Payback 24. Küsse gehen raus. Es gibt nun genug Paybacks für einen Payback-Adventskalender. Geil.